Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich kann jetzt endlich kämpfen. Und wenn das kein guter Grund ist, mich mit gewissen Typen anzulegen, dann weiß ich auch nicht. Und zwar hatten wir hier den netten Buster. War das einer von denen? Nee, warte mal. Also Intense habe ich überzeugt, indem ich gezahlt habe. Fester hat mich auch herausgefordert, hey, ne? Hey, du. Oh. Ja, guck mal. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Hey, blocken! Pariert doch! Oh, ich kann kämpfen! Das wird eben eine Lehre sein. Kann ich doch nicht. Hallo? Fester? Was tust du? Ach, der trainiert einfach nur, oder was? Hat er meine Waffe an sich genommen, die Sau? Oder nicht? Und da liegt er sogar noch. Guck mal, meine Waffe ist noch da, mein Gold ist noch da. Okay. Was zur Hölle war das denn gerade? Hm. Na, egal. Das war Lehrgeld. Immerhin. Du wolltest mir zustimmen. Ich nehme an, du hast mittlerweile begriffen, wer von uns beiden der Stärkere ist. Was willst du? Ich will deine Zustimmung, du Sau. Du hast mir versprochen. Blöde Sau, ey. Wobei. Das ist eine Beleidigung für Schweine. Mhm. Er ist keine blöde Sau. Er ist ein Arsch. So. Ah, Greg. Ich habe immer noch nicht irgendwas für dich ausgebuddelt. Ich brauche noch ein bisschen. Aber man hat es gerade gesehen beim Kämpfen. Ich will das gerade nochmal zeigen. Hier, so. Nämlich, zack. Das kennt man, glaube ich, noch aus dem ersten Teil. Das ist die erste Stufe, die man in Gothic 1 auch lernen kann, diese Kampftechnik. Nur, dass man die halt im zweiten Teil nicht mit einmal 10 Lernpunkten erkauft, sondern halt mit Steigerung auf über 30%. Wenn er das nicht sieht, oder ab 30%. Dann müsste das hier Buster sein, oder? Ja, das hier ist Buster. Sehr schön. Hier möchte ich aber gerne... Moment, 43. Nochmal speichern, um sicher zu gehen. Ich habe nämlich keine Lust, mein Gold zu verlieren. Kannst du mir Kämpfen beibringen? Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Na gut, ich werde dir beibringen, was ich weiß. Dann hast du vielleicht sogar eine faire Chance gegen mich. Eine Chance gegen dich. Einhandwaffen. Söldnern anschließen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Du? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Feigling bei den Söldnern aufgenommen wurde. Na dann fordere ich dich zum Duell. Ich fordere dich zum Duell. Aha, du willst es nicht auf dir sitzen lassen, was? Na gut, komm her! Haha, geblockt! So sieht's nämlich aus. Mach ihn fertig! Nicht schlecht. Ja, sehr schön. Darf ich den jetzt ausnehmen? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Was dann passiert. Ich glaube, die Duellregeln verbieten es. Hui, ich kann springen. Nö, ne? Da hat nichts dagegen. Ich darf die Leute. Da ist nichts. Ich darf die Leute ausnehmen nach dem Duell. Das ist ja lieb. Aber warum nehmen die mich nicht aus? Also, das ist lieb, dass die mich nicht ausnehmen, aber ich sie ausnehmen darf. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Finde ich was gut. Was hattest du da drin zu suchen? Hey! Willst du dich ernsthaft... Ach, jetzt? Jetzt greifst du mich an, oder was? Weil ich in der Hütte war. Ist das blöd. Andererseits, ja, okay, ich war in eurer Hütte. Ist nicht die feine Art, ich weiß. Na gut. So, dann nehme ich dich hier nochmal aus und heile mich mal gemütlich selber hoch. 92, jetzt wäre noch 20. Mach 10 und 5. Und, ja, 5. Pilz. Basta, hey. Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich will deine Zustimmung. Ich will mich den Söldnern anschließen.
Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Jaha. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. So, Lee ist der Anführer, ja, das wissen wir. Gut, damit habe ich ja immerhin schon mal von zweien die Zustimmung gekriegt. Also Kord und Buster. Und natürlich Torloff und die ganzen Leute, die hinter Torloff hängen. Und jetzt, da ich mich mit Buster angelegt habe, fühle ich mich ehrlich gesagt auch stark genug, das Ganze mal mit Silvios Jungs zu versuchen. Zuallererst will ich aber noch mit den Bauern hier reden. Weil ja Una meinte, da hätte das irgendwie verstecktes Geld. Wegen deiner Pacht. Du redest mit Una? Ja. Hab ich doch schon. Das habe ich. Und was hat er gesagt? Tut mir leid, aber ich muss dir jetzt den Kopf abreißen. Aber warum? Was habe ich getan? Mich verarscht. Ich habe die Wahrheit gesagt, ehrlich. Rede keinen Unsinn. Hier regnet ständig und deine Vorratskammer ist voll. Bezahl jetzt deine Pacht oder ich bring dich um. Nein, bitte. Hier, nimm das Gold. Ich leg sogar noch einen Bonus drauf, wenn du mich nur leben lässt. Es geht doch. Das ist mein Ruin. Oh, warte mal, das ist noch wichtig, ja? Das nächste Mal zahlst du pünktlich, klar? Womit habe ich das nur verdient? Zum Beispiel damit, dass du das Land pachtest und damit dein Einkommen verdienen kannst? Wie wär's damit? Ich meine ja nur. Aber dass es jetzt echt noch klappt, obwohl ich die Quest abgeschlossen habe, das finde ich lustig. Keine Ahnung, vielleicht sind es zwei verschiedene Verläufe, die es nehmen kann, je nachdem, ob ich mich traue, mit Una zu reden oder so, keine Ahnung. Jedenfalls gehe ich jetzt mal zu Una und mal gucken, was der dazu sagt, dass ich das Geld eingetrieben habe, zum zweiten Mal. Ich habe dem armen Typen ja jetzt irgendwie 123 Gold, glaube ich, abgenommen, statt 50, wovon ich halt 73 selber behalten habe. Ist okay, ich meine, ich brauche das Gold, um Magier zu werden. Ja, warum nicht? Kann man machen, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so sein sollte, dass man das Gold da zweimal kriegt von dem. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir aber auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Wenn es geht, dann ist es okay. So sehe ich das. Ach komm, Spiel, häng dich schon wieder. Was ist da immer? Hier, Ona, guck mal, ich hab... was? Warte mal. Hä? Kann ich ihm jetzt nicht mehr Bescheid sagen? Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Ja, ist okay. Um auf die Frage zu antworten, ich will für dich arbeiten. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Okay. Dann will ich dich mal nicht länger nerven. An die Truhe gehe ich sowieso nicht. Das wäre Selbstmord. was sagt denn Lee dazu mit Bulko? Das ist ja der, der nicht die Schafe und den Schäfer bewacht hat. Wegen Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Okay. Was war bei dir? Ich geh mal auf den Tisch. gut. Laut Kord bin ich gut genug. Ich hab noch die Quests hier mit dem Waffe heben. Das probiere ich mal eben, ne? Was soll's? Kann ich sie halt nicht heben, ist mir doch egal. Hey Rod, ich bin sehr wohl stark genug. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Ja, ich wette, ich kann das. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Natürlich. Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist.
Ich kann die Waffe nicht anlegen. Ach nein! Sag ich doch. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Nö. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl. Ja, komm her. Mein Gott, ein Kampf. Jetzt. Ist das gut? Ist das gut? Den wirst du ja wohl schaffen. Und danach habe ich hoffentlich seine Zustimmung, nachdem das ich ihn so wunderbar besiegt habe. Das gibt's doch gar nicht. Ist das schön. Merke, niemals seine Waffe hergeben. Gott. Dumm wie dumm. Das Gold nehme ich mir mal wieder. Ja, komm, gib mal her. Ist das gut? Ist das gut, dass der einfach seine Waffe hergibt und dann so blöd genug ist, sich verprügeln zu lassen? Also ich hätte, oder, also merke, Waffe nicht hergeben oder immer eine Zweitwaffe haben, die ungefähr so gut ist wie die erste, ne? Deswegen habe ich auch hier zwei Wolfszähne. Hey, Rod, krieg ich deine Zustimmung? Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich will deine Zustimmung. Da. Ich will mich den Söldnern anschließen. Was hältst du davon, mir erst mein Schwert zurückzugeben, hm? Na gut. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Stärke ich dafür bräuchte. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Meinetwegen kannst du mitmachen. Yeah. Gut, wer fehlt mir denn dann noch? Da muss ich jetzt noch Silvius Jungs verprügeln, ne? Wer gehört denn zu Silvius Jungs? Respekt der Söldner. Was da? Rott. Wer ist denn Rott? Ich habe keine Ahnung, wer Rott ist. Wo war's denn? Silvius Jungs, aufs Maul! Pepe wünscht sich, dass jemand Bulko aufs Maul haut. Ich glaube, die waren's, oder? Genau. Silvio? Selber natürlich. Den aber nicht. Bulko, Rod, Sentenza, Festa und Raoul. Und drei davon soll ich verprügeln. Wen habe ich da gerade verprügelt? Ist das Rod? Ah, das ist Rod. Aha, guck mal. Na, siehste. Dann habe ich ja schon einen davon. Festa ist der da unten. Mit dem habe ich es versucht, das hat nicht geklappt. Dann würde ich mal sagen, Bulko muss ich eh noch verprügeln. Und dann schaue ich mal, dass ich Raoul noch irgendwo finde. Aber ich werde natürlich mit Bulko beginnen. Ich rede mal kurz mit der... Wow, was war das denn? Hey. Tekla. Ah, nee, die hat nichts für mich. Die hat nämlich irgendwann mal was für mich. Ich weiß nur nicht genau wann. Und ich habe gerade ein bisschen Fiss vor dem Bulko. So, du, sag hey. Mal. Wir sollen uns mal unterhalten. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Über die Schafe? Hey. Dumm-di-dumm. Was denkst du über Lee? Oh, er ist ein guter Kämpfer. Ich würde mich nie mit ihm anlegen wollen. Außer natürlich, es lässt sich nicht vermeiden. Hey, Arschloch. Nee. Tekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? So. Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Hast du das immer noch nicht kapiert? Geht doch. Weg mit der Waffe. Was? Ich? Wieso? Weg mit der Waffe. Moment. Warum? Was war das denn? Warum darf ich den jetzt nicht angreifen? Warum beschweren sich da alle? Dass ich da eine Waffe in der Hand habe. Der hat doch zuerst die Waffe gezogen und dann wollte er mich angreifen. Und das ist Unsinn, was ich hier gerade mache. Ich will natürlich da rein. Bulko. Oh mein Gott, ich krieg Bulko irgendwie nicht, ne? Kann ich Pepe vielleicht fragen, ob er mir hilft? Wahrscheinlich nicht. An wen könnte ich mich denn da wenden, wenn nicht an ihn selber? Hey, du. Nee, ne? Das klappt nicht. Ich frag mal den, ob der irgendwas...
Wie viel haben wir denn noch? Wie viele von Silvius Männern? Rod sieht nicht mehr... Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens drei von... Ja, da habe ich bisher tatsächlich erst einen. Aber im Tagebuch stand ja auch, dass ich es mit den Duellregeln nicht so eng nehmen sollte. Das heißt, komm hier einmal Rosfleisch. Gibt genau die 6, die ich brauche. Und weißt du was, Bulko? Das wirst du bereuen. Dem hast du's gezeigt. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Jetzt nimmt er mir einfach mein Gold ab. Na, immerhin hast du wenigstens das Gold. Ah, gefällt. Das ist natürlich blöd. Das Gold brauche ich doch noch, um Magier zu werden. Ob das wohl schon reicht, um Jarvis zu imponieren? Ich glaube ja nicht. Und was ist, wenn ich ihn rauslocke vielleicht? Also mein Gedankengang ist gerade folgender. Ich gehe mal hier hin. Und dann nehme ich mir mein Gold. Und werfe das einfach mal weg. So, jetzt bin ich nämlich ein armer Schlucker. Und jetzt kann er mir nichts abnehmen. Weg mit der Waffe! Das wirst du bereuen! Die hauen... Mach ihn fertig! Hau drauf! Wehr dich! Pass auf! Ja, gib's ihm! Mach ihn fertig! So, und jetzt locke ich dich mal hier weg. Ja, okay, tue ich nicht. Das wird die meine Lehre sein. Ja, nie wieder, okay. Mich anzugreifen. Das Weglocken hat nicht geklappt. Naja, egal. Jetzt kann er mir immerhin kein Gold abnehmen. Nur meine Waffe, aber die habe ich ja doppelt. Noch nicht mal Gold? Meinst du mir? Deine Waffe nehme ich mal mit. Ja, das hatte ich befürchtet. Aber egal. Die Waffe habe ich ja noch ein zweites Mal. Darauf kann ich zur Not verzichten, wenn ich dafür jetzt endlich seinen Respekt habe. Wie viele von Silvius Männern stehen noch auf meiner Liste? Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens... Okay, das hat nicht gereicht. Und für Pepe hat das wahrscheinlich auch nicht gereicht, oder? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Schätze ich mal, weil dann war die Aktion gerade irgendwie sinnlos. Wenn das nicht gereicht hat für irgendwas. Allerdings ist Bulko auch definitiv eine Nummer zu groß für mich selber. Ich muss doch hier irgendwo Hilfe herkriegen können. Ich schaffe das ja niemals alleine, den klein zu machen. Nee, das hat echt nichts gebracht. Dann gehe ich da nochmal zurück und rede nochmal mit den anderen Männern da außen rum. Thekla hat ja nichts gesagt, vielleicht der Schmied oder so. Der Schmiedelehrling. Ich meine, die sind ja da auch nebendran. Neben Bulko immer. Hey. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn angesprochen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe vorher gespeichert. Deswegen mache ich das hier nochmal durch. So. Und dann rede ich mal mit den Männern hier draußen. Nee, da war niemand. Da ist doch einer, oder? Als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Nope. Was denkst du bei Bulko? Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Ich habe die Probe bestanden. Gut, dann werde ich für dich stimmen. Ah, dankeschön. Aber du hilfst mir auch nicht gegen den... Typen, ne? Ach, da gehört nur noch alles dazu. Bulko schaffe ich nicht. Rod habe ich. Sentenza könnte ich schaffen. Wo ist Raoul? Wer ist Raoul? Ist das der da? Der Kiffe? Nee, das ist da. Wo ist Raoul? Oder Raoul? Das ist eine gute Frage. Habe ich den schon mal gesehen irgendwo? Meinst du, mir geht es besser? Cypher? Ist das, glaube ich, so ein Bauer? Ach, das da ist Raoul. Hey, du. Was willst du schon wieder? Ich will dir aufs Maul geben. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ja. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Nee. Ich kann das nicht glauben. Ja. Mein Gott. Herrlich auf! Sehr schön geblockt. Herrlich auf! Zeig sie auf! Ey, das Blocken ist echt gut. Ja, mach ihn Team. Fertig! Parier doch! Ich parier doch! Herrlich auf! Okay, da schlägt er zweimal, wenn er zuschlägt.
Okay, doch nicht. Mach ihn fertig! Na komm! Mach ihn fertig! Nein! So knapp! So knapp! Ah! Und jetzt habe ich wieder mein ganzes Gold weg. Das will ich doch gar nicht. Ah! Warum schaffe ich das nicht, die zu verprügeln? Das gibt's doch nicht. Ich brauche, glaube ich, eine bessere Waffe. Ich krieg doch bestimmt Waffen bei dir, oder? Bei dem Schmiedelehrling. Ja, doch nicht. Du hast doch Waffen, ne? Also, ich habe 27 Stärke und meine Waffe macht 45 Schaden. Die haben wir natürlich doch noch so, gekriegt. Sag mal, hast du eine Waffe für mich? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwer. So, was hast du denn für mich, was ich tragen kann? Ach, da müsste ich 50 Stärke haben. Das ist halt nicht so geil. Das wird wohl nix. Kann ich beim Schmied selber Waffen kaufen? Das kennen wir schon. Kannst du... Nee, kannst du nicht. Stimmt, da muss alles an die Schmiede, an die Söldner liefern. Da war ja was. Verkaufst du was? Nö. Ah, ich habe eine Aufgabe für dich. Bulko verprügeln. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ja, hab ich doch. Bulko verprügeln. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Na gut, dann werde ich wohl nächstes Mal weiter prügeln müssen. Diesmal dann nochmal den und dann hoffentlich erfolgreich. Ich könnte mich ja zum Beispiel, um meine Chancen ein bisschen meine zu Meinung erhöhen, keiner hören. Vorher komplett heilen. Das könnte helfen. So, jetzt ist aber die Folge schon viel zu lang. Und deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.